So, da bin ich nochmal. Wie an anderer Stelle erwähnt, kurzes Nachtragvideo nochmal zu dem Steinpapier. Denn ich habe was herausgefunden, und zwar etwas relativ Unschönes. Zum anderen habe ich nochmal Informationen zu dem Papier bekommen, die ich anderorts nicht gefunden habe. Deswegen muss ich die auch nochmal nachtragen. Und zwar, dieses Papier wurde nicht für den gewöhnlichen Alltag oder sonst irgendwas entwickelt, sondern ist mehr oder weniger, nennen wir es, ein Outdoor-Papier. Weil aufgrund der Tatsache, dass es abwaschbar, wasserfest und alles ist und ziemlich robust, als auch recht reißfest, also da muss man schon gewaltig dran ziehen, ist dieses Papier also grundsätzlich für den Outdoor-Bereich gedacht, also vor allem, wenn man sich auch in feuchter Witterung oder sowas bewegt, bei Regen oder meinetwegen irgendwo in den Tropen im Urwald, wo du ständig diese dicke Luftfeuchtigkeit hast, wo jedes andere Papier versagt, oder dass dir das Ding mal irgendwo in einen Bach oder in eine Pfütze fällt oder so. Da spielt es seine Stärken natürlich vollkommen aus. Und da muss ich mich nochmal bei Carsten bedanken, dass er mir die Information dazu gegeben hat. Und auch der Hinweis auf diesem Papier: am besten dann schreiben mit einem sehr, sehr weichen Bleistift, also schon ein 2B, 4B oder so in der Richtung. Weil, wie gesagt, das Papier ist sehr abrasiv und mit diesen ganz weichen Bleistiften musst du relativ wenig Druck ausüben, also schont es dann auch wieder mehr die Mine. Also, so, das soll man dazu gesagt sagen, zu dem eigentlichen Einsatzgebiet des Papiers, was da überhaupt und so. So, das nächste ist, was ich festgestellt habe bei dem Papier, und das ist mir sehr komisch. Es steht drinnen der Hinweis, nicht giftig und recycelbar. Das mag jetzt vom Geruch her so, mag stimmen in dem Sinne, aber was ich festgestellt habe, tut eines bitte nicht mit diesem Papier. Aber ich da, dass wir nochmal, wo ich drauf geschmiert habe, dass es auch dieses Papier ist. Ne? Also, da ist die rausgerissene Ecke. Macht das hier nicht. Ich weiß nicht, was die als Bindemittel benutzt haben. Das Zeug beißt dermaßen in der Nase, ist so aggressiv, reizt so die Augen alles. Also, dass das ungiftig sein soll, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das riecht wie auf einer Verbrennungsanlage, wenn du da den Plastikmüll verbrennst wenn du da an so einem Haufen Autoreifen, an so einem brennenden vorbei... schlimm. Nein, also auf keinen Fall dieses Papier verbrennen. Zumindest nicht in geschlossenen Räumen. Wenn ihr schon verbrennen müsst, dann macht es draußen irgendwo. Aber irgendwo weit ab, wo es nicht zu euch herweht. Auf keinen Fall in geschlossenen Räumen oder direkt unter der Nase, geht überhaupt nicht. Ja, das sei mal dahingesagt. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die da als Bindemittel benutzt haben oder so. Auf jeden Fall nichts Freundliches. Garantiert nichts Freundliches. Und da frage ich mich, wie kommt es dann zusammen mit der Behauptung ungiftig und recycelbar? Weil wenn es Bindemittel auf Kunststoffbasis beruht, das stinkt immer noch danach. Wenn das Bindemittel auf Kunststoffbasis beruht, dann ist das auch nicht in dem Sinne recycelbar. Weil da musst du ja von vornherein wissen, aha, das ist Stein auf Kunststoffbasis. Aber wenn ich das jetzt, wenn ich das in gelben Sack gebe, die nehmen mir das ja nicht mit, die sagen, das gehört ins Altpapier. Die haben ja keine Ahnung davon, dass das irgendwie Stein mit Kunststoff ist. Ja?
Und im Altpapier, wenn du es jetzt drinnen hast, ist auch ein Eimer. Also der Wiederverwertungsgedanke mag ja okay sein, aber wenn keiner weiß, was er mit was machen soll, dann hat es mit der ganzen Recycling-Geschichte keinen Sinn, weil dann läuft das irgendwo immer ins Leere. Das ist Schwachsinn. Ja, also, wie gesagt, einsetzbar, Outdoor-Bereich, feuchtes Klima, relativ nasses Klima. Oder wie ich es in einem anderen Bericht schon schriftlich verfasst habe, ja, wer es unbedingt jetzt bei Regen oder so benutzen will, ist gut damit beraten. Oder sogar, wenn du unterm Wasserfall schreiben möchtest. Also, ja, da ist das alles okay. Aber für alles andere, für den täglichen Hausgebrauch oder so, ist es weder geeignet noch gedacht. Ja? Oh, das war die Uhr. Ja, super. Also. Ihr seid darauf hingewiesen. Und dann noch was in eigener Sache. In 2 Tagen steht meine Operation an. Am 13. Das heißt, für die nächsten Tage wird es mit Videos ein bisschen eng. Denn ich weiß nicht, wie lange ich da zur Erholung brauche oder ab wann ich wieder mich relativ normal bewegen darf. Also ohne jetzt große Anstrengung zumindest. Ich hoffe mal. Das wird nichts Größeres in dem Sinn, weil es hat geheißen minimalinvasiv, aber wir schauen, was rauskommt. Auf jeden Fall, ich warne euch schon mal vor, die nächsten Videos, die könnten zeitlich ein bisschen Distanz jetzt haben. Ich hoffe mal, dass das sich aber bis 15.20. ein bisschen eingependelt hat. Wäre schön, wäre praktisch. Ja, auf jeden Fall, es kommt noch einiges auf uns zu, weil, ja. Ich erwarte noch ein paar Sachen. Jetzt außerhalb normaler Reviews. Das wären dann eher so Unboxings und so. Und ich weiß schon, was es so in etwa auf mich zukommt, weil ich bin ja schon im Vorfeld informiert. Aber zum einen lasst euch überraschen und zum anderen freut euch schon mal drauf. Alles klar. Tschüss. Oh, da kam mal nichts raus. Was war da los? Man sollte auf den Knopf drücken, ne? Und nicht ihn bloß krumm anschauen. Also dann, tschüss, bis bald.